Videos rein, ja? Und wie im letzten Video versprochen, gucken wir uns heute an. Ich wünschte, ich hätte niemals 200 Millionen im Lotto gewonnen, ja? Setzt euch hin, schnallt euch an und holt euch vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder einen Kakao oder irgendein anderes Heißgetränk eurer Wahl. Und dann würde ich sagen, Kopfhörer auf und los geht's. Einige von euch glauben vielleicht, dass ich ein riesen Glückspilz bin. Warum? Weil du 200 Millionen Euro im Lotto gewonnen hast? Das ist momentan meine Theorie. Aber ich weiß nicht, Kann auch andere Gründe haben. Naja, das wird dich vielleicht schockieren. Aber ich habe fast 200 Millionen Dollar im Lotto gewonnen. Das ist total insane. Verrückt, oder? Ja. Naja, weißt du, was noch verrückter ist? Was? Der Tag, an dem ich den Jackpot geknackt habe, war der schlimmste meines Lebens. Warum? Ja. Du hast 200 Millionen Dollar verdient. Für nichts und wieder nichts. Wie viel kostet ein Lottoschein? 2 Euro? Ach, der schlimmste Tag meines Lebens. Denn in dem Moment, als ich all das Geld gewonnen hatte, wurde mein Leben förmlich unerträglich. Weißt du, ich habe immer in einer tollen Nachbarschaft gewohnt. Mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Stiefvater. Es war nicht perfekt, aber ich war schon glücklich damals. Mein Stiefvater ist ein cooler Typ. Er hat sich um meine Schwester und mich gekümmert, als wären wir seine eigenen Kinder. Das ist doch schön. Und ich habe meinen leiblichen Vater nie vermisst. Was allerdings meine Mutter angeht, nun ja, da sind die Dinge etwas anders. Sie hat ein gutes Herz, aber trägt Aber ich hasse sie. Ich hasse sie. Sie macht... Immer trägt sie Papier durch die Gegend und ich sag ihr, Mama, hör auf, immer Papier durch die Gegend zu tragen. Ich mag das nicht. Du bist auch immer wütend dabei. Aber sie kann es nicht lassen. Sie kann es einfach nicht die lassen. Die besten Entscheidungen. Sie konnte nie lange in einem Job arbeiten und ihr Aussehen schien ihr wichtiger als alles andere. Sogar als das Wohl ihrer eigenen Töchter. Das ist schade. Weil meine Mutter nicht gut mit Geld umgehen konnte, standen wir schon unzählige Male davor, obdachlos zu werden. Was ist denn mit dem Vater? Kann er da nicht Einhalt gebieten? Kann er nicht sagen, du hast ein Problem. Du gibst zu viel Geld aus und du bringst zu wenig Geld nach Hause. Die Gleichung, sie addet nicht ab. Wir sind fast obdachlos. Hm? Ich weiß nicht einmal, ob wir ohne die Hilfe meines Stiefvaters überlebt hätten. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter ansah, erinnerte ich mich daran, dass ich nie so werden wollte wie sie. Sie hatte nie die Schule abgeschlossen und wurde schwanger mit meiner Schwester und mir, als sie selbst noch ein Teenager war. Hm. Sie hatte außerdem nie wirklich Träume oder Ziele in ihrem Leben gehabt. Ich wollte genau das Gegenteil von ihr sein. Das Eine ist starke fair. Frau mit akademischem Hintergrund, gut. Die nur auf sich selbst angewiesen war. Ja. Deshalb gab ich in der Schule alles und bekam Sehr so gut. gute Noten, dass ich an der Spitze meiner Klasse stand. Let's go. Natürlich schien mein Traum, auf eine Elite-Universität zu gehen, nicht realistisch, denn diese Schulen waren unfassbar teuer. Marie, kein Ding. Kein Ding, du verdienst das Geld. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, du wirst nur bald im Lotto gewinnen. Bekam. Deswegen arbeitete ich jede Woche in einem Fastfood-Restaurant. Als ich die zweite... Welches Fastfood-Restaurant könnte das wohl sein? Sie haben es so gut gecovert. Ich würde nie im Leben würde ich draufkommen, dass sie... Quatsch, wen sie meinen? Als ich die 12. Klasse abgeschlossen hatte, waren meine Noten gut genug. Aber ich hatte nicht einmal die Hälfte des Geldes, das ich für die Uni brauchte. Deshalb musste ich ein weiteres Jahr warten, bevor ich mich dort einschreiben das konnte. Das ist... Nein. Es gibt... Da kannst du dich bewerben für Stipendien, so einen Kredit halt aufnehmen, extra für Studienkredit und das dann nachträglich zurückzahlen. Deswegen sind viele Teenager bzw. Studienabschließende in Amerika verschuldet. Aber das System da ist ein bisschen Murks, deswegen ist das halt so. Das Schweinchen sieht wütend aber aus, by the way. Aber das alles änderte sich an dem Tag, als mein Stiefvater seinen Job verlor. Oh. Weißt du, er hatte auf dem Bau gearbeitet und der Job war super anstrengend. Ah. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er meistens sogar doppelte Schichten arbeitete. Der Arme. Allem Anschein nach hatte er eine schwere Palette alleine hochheben wollen und konnte sie nicht tragen. Bandscheibenvorfall. Er ließ sich schließlich fallen und verbreitete ein wahnsinniges Chaos. Ha! Als ich seine Arme ansah, waren da lauter Kratzer und blaue Flecken. Das sieht mies aus. Schmerz und Trauer zeigten sich in seinem Gesicht. Ich ging zu ihm, gab ihm eine Umarmung und sagte, alles würde gut werden. Aber in Wirklichkeit wusste ich, dass wir jetzt ganz schön in der Klemme steckten. Nein. Es war nicht einfach, einen neuen Job zu finden. Und irgendwann bekamen wir die letzten Mahnungen für unsere Rechnungen zugeschickt. Warnung! Sogar eine Abmahnung von unserem Vermieter war dabei. Nachdem wir dreimal die Miete nicht gezahlt hatten, wurde unser Haus zwangsgeräumt und wir Was? Mussten es verlassen. Ich wollte weinen, aber ich zwang mich, für meine Familie stark zu bleiben. Ich sagte ihnen, dass ich Geld hatte und uns erst einmal damit helfen konnte. Sie sollten sich keine Sorgen machen. Dann nahm ich all das Geld, das ich angespart hatte, und hatte die Idee, einen alten Wohnwagen zu kaufen, in dem wir erst einmal wohnen konnten. Aww. Und genau das... Das ist actually super süß. Das tat ich. Mein Stiefvater war sehr dankbar und machte sich auf, einen geeigneten Wohnwagen zu suchen, in dem wir alle Platz hatten. Nach ein paar Stunden zogen wir ein. Ein Platz direkt neben einer alten Deponie. Und so schnell war das gesamte Geld, das ich über Monate lang mühsam für meine Uni angespart hatte, einfach weg. Hm. Ich musste wieder bei Null anfangen.
Es war schrecklich und kam mir vor, als würde ich nie die Chance bekommen, an einer guten Uni zu studieren. Frage. Ja, kurze Zwischenfrage. Mal was anderes. Ich frage ja sonst nichts. Deine Eltern werden doch wieder einen Job finden. Arbeitet deine Mutter nicht? Werden die nicht sagen, hey, unsere Tochter, die muss das alles ganz alleine auf sich nehmen. Die hat das Geld für die Uni gespart. Die wollte das eigentlich nicht in diesen Wohnwagen hier stecken. Wir sind jetzt in dieser Situation. Aber wenn wir das Geld verdienen, zahlen wir das selbstverständlich zurück. Nein, sie nehmen das einfach. Okay. Tränen liefen über mein Gesicht. Aber ich wollte nicht, dass mich jemand so sah und wischte sie weg. Ich sagte den anderen, dass ich etwas Luft schnappen musste. Desto mehr ich unterwegs war, desto mehr dachte ich über all die Probleme nach. Ich hatte das Gefühl, es gab kein Entkommen. Und dann hatte sie den genialen Plan, Lotto zu spielen. Als ich so durch die Straßen schlenderte, kam ich an einer Tankstelle vorbei. Ich wollte mir etwas zu trinken kaufen und dann las ich ein Schild auf dem Stand: Mini-Stopp. Die Chance auf 200 Millionen und Dollar. Ey! Ich musste lachen. Ja, sicher doch. Eine alte Dame, die hinter mir stand, hatte mich gehört und sagte: Das kannst du nie wissen, Liebling. Im Leben kann man schon mal Glück haben. Die ist nämlich spielsüchtig, die alte Dame. Die hat ihr Geld in Vegas verprasst und sagt, weißt du was? Man kann es nie wissen. Man kann immer gewinnen. Nächstes Mal. Noch einmal an den Hebel ziehen. Und dann ist der große Gewinn. Ich glaub dir jetzt mal nicht. Immer schön Jugendliche in die Spielesucht reinzuziehen. Immer. So verzweifelt, dass ich sagte, 2 Lose bitte. Der Kassierer gab sie mir und ich gab der alten Dame 1 davon. Als nette Geste. Boah. Wir gingen zusammen aus dem Laden und sie gab mir ihr Los, während sie sagte, dass sie keinen Fernseher hatte und so gar nicht wissen würde, ob sie gewonnen hatte. Sie mir ihre Adresse und sagte, falls sie etwas gewinnen sollte, könne ich zu ihr kommen und sie es wissen lassen. Als ich zurück nach Hause ging, drehten sich meine Gedanken nur darum, was passieren würde, wenn ich tatsächlich etwas im Lotto gewinnen würde. Es war nur meine Fantasie. Eine Flucht vor meinen eigentlichen Problemen. Aber technisch gesehen, wenn die alte Dame gewinnt, sie hat ja das Ticket gekauft. Sie hat die alte Dame die Nummern ausfüllen lassen, ja, aber sie hat im Endeffekt, sie ist mit den beiden Tickets nach Hause gegangen. Das heißt, selbst wenn technisch gesehen die alte Dame gewinnt, gewinnt ja sie, weil es ist ja ihr Ticket. Sie hat es bezahlt, sie hat es gekauft, die alte Dame ist eh nur spielesüchtig, das haben wir schon, ne, geklärt. Das ist fair, das ist okay. Als ich zu Hause ankam und die Tür öffnete, stritten sich alle. Es schien, als würde es wieder einmal um das Thema Geld gehen. Geld, aber ich war einfach zu erschöpft. Ich mag den 20-Euro-Schein lieber. Nein, der 10er gefällt mir besser. Tage vergingen und ich hatte fast mein Lotterielos vergessen. Bis ich eines Abends daran erinnert wurde, während mein Stiefvater vor dem Fernseher saß. Oh, ihr habt einen Fernseher? Es war der Nachrichtenkanal unserer Stadt und sie sprachen davon, dass der Jackpot noch nicht eingefordert worden war. Sie zeigten die Nummern und ich nahm mein Ticket hervor. Wenig überrascht stellte ich fest, dass die Nummern nicht korrekt waren. Aber bis ich mich an das Los der alten Dame erinnerte, das war korrekt. Und es ebenfalls hervorzog. Ich wusste es! Wieder und wieder fühlte es sich an, als würde der Raum sich um mich drehen. Die Nummern waren identisch. Ich zog schnell das Papier mit der Adresse der alten Dame aus meiner Tasche und wollte zu ihr eilen, um ihr die Neuigkeiten zu berichten. Aber als ich den Zettel in der Hand hielt, stockte ich einen Moment. 200 Millionen Dollar. Du hast es los bezahlt, es ist Fair Game, nimm dir das Geld, ja? Sorry, wenn ich jetzt wie ein Arsch wirke, aber sie hat es los bezahlt, es ist ihr Geld, nimm dein Geld. Wieder durch den Kopf. Mann. Ich schaute mich um und dachte über all die Möglichkeiten nach, die wir damit hätten. Nimm es. Ich hatte dieses Los gekauft und meiner Familie ging es wirklich schlecht. Richtig. Ich wusste, dass sie dieses Geld mehr gebrauchen konnten als sie. Die also stirbt wahrscheinlich eh bald. Zu sagen. Gut. Ich meine, sie war alt und was sollte sie schon mit dem Geld anstellen? Dann sprang ich von meinem Stuhl auf und rief aufgeregt meine Familie zusammen. Als ich ihnen von den Neuigkeiten berichtete, wollte mir zunächst niemand glauben, aber ich lächelte sie nur an. Wir schauten auf den Bildschirm des Fernsehers und verglichen die Nummern zusammen. Als wir die Bestätigung hatten, jubelte meine Familie und wir sprangen umher. Es war ein Wahnsinnsgefühl. Alle redeten wild durcheinander, was sie sich gerne kaufen würden. Und in einem Punkt waren wir uns alle einig. Wir würden aus dem Wohnwagen ausziehen. Wir gingen und lösten den Gewinn. Ach ja. Es gab eine große Pressekonferenz. Überall Kamerateams. Meine Mutter wurde sogar professionell gestylt. Als erstes kauften wir ein großes Haus im beliebtesten Teil unserer Stadt. Ich teilte meinen Gewinn mit meiner Mutter, alle hüpfen, meiner Schwester und meinem Stiefvater. Meine Mutter kaufte sich die teuersten Klamotten, während meine Schwester sich ihr Traumauto leistete. Und sogar mein Stiefvater gab sein Geld für unnötige Dinge aus. Klassiker. Verstehe mich nicht falsch. Am Anfang war es sicher total aufregend. Aber dann geriet irgendwie alles außer Kontrolle. Es schien, je mehr Dinge sie sich kauften, desto mehr wollten sie besitzen. Unser einst so großes Haus war nun übervoll mit Dingen, die einmal gekauft und danach nie wieder angerührt wurden. Das ist ja auch ein Quatsch. Das macht man ja auch nicht. Guck, ich meine, jeder von denen hat jetzt 50 Millionen. 50 Millionen sind zwar viel Geld, aber nicht
extrem, extrem viel Geld, ja? Das heißt, wenn du dir da pro Person kaufst du dir ein Haus, du bezahlst deine Möbel, du legst dein Geld zurück, damit du Miete bezahlen kannst, du bezahlst für dein College, du machst Fonds für die oder was auch immer für die Colleges deiner Kinder, du legst den Rest von deinem Geld an für schlechte Zeiten und dann lebst du davon, kannst trotzdem noch deinen Job machen und dann ist es okay. Aber wenn du hier so einen Quatsch machst, dann kein Wunder, dass das hier schief geht, ja? Das ist, pff, hätte ich dir auch Es sagen war schön, können. dass es nun allen wieder besser ging nach dieser schwierigen Zeit, aber wir lebten uns irgendwie auseinander. Es war, als wären wir alle an einer Kreuzung, aber jeder von uns würde in eine komplett andere Richtung steuern. Den anderen schien es damit gut zu gehen, im Luxus zu leben. Mich machte es jedoch unglücklich. Nichts, was ich mir kaufte, gab mir ein gutes Gefühl. Und desto mehr ich versuchte, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, desto mehr entfernten wir uns voneinander. Das ist Jedes Mal, natürlich wenn wir im selben ärgerlich. Zimmer waren, würde es zwangsläufig zu einem Streit kommen. Am Ende sah ich meine Familie deshalb kaum noch. Ich wollte einfach wieder dieses Gefühl einer heilen Welt haben. Und dann erlitt ich den größten Schock meines Lebens. Jetzt wieder, habt ihr euch nicht immer nur gestritten? Hieß es nicht eben noch? Ich kam in den Wohnwagen zurück und alle stritten sich schon wieder wegen Geld, so wie gefühlt immer. Nach ein paar Monaten stand auf einmal mein leiblicher Vater vor unserer Haustür. Es waren so viele Jahre vergangen, dass ich ihn fast nicht wiedererkannte. Er war froh, dass er mich gefunden hatte und redete darüber, wie ihm seine Familie gefehlt hatte. Denn Er ich war wollte ziemlich Geld. komisch drauf Er wollte und Geld. redete nur davon, wie er wieder Er Teil wollte meines Geld. Lebens werden wollte. Ich war so wütend, als ich sein Gesicht sah. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem er uns verlassen hatte. Nur weil, und ich zitiere, also davon habe ich nie gesprochen. Ich wollte keine Kinder. Ich sagte ihm, wenn er uns nicht wollte, dann wird er von nun an kein Teil meines Lebens mehr sein und Fair. schmiss die Tür zu. Gut. Den Rest des Tages fühlte ich mich einfach nur Wichtig, leer. bei deinen Prinzipien zu bleiben, ja? Außerdem ist mir gerade eine Lüge aufgefallen, ja? Eine weitere, die klassische Lügen-Kobold-Geschichte, ne? Der Tag, an dem ich das ganze Geld gewonnen habe, war der schlimmste Tag in meinem Leben. So, hier, Achtung, aufgepasst. Schlimmster Tag ihres Lebens, ja? Bestätigung hatten, jubelte meine Familie und wir sprangen umher. Es war ein Wahnsinnsgefühl. Alle redeten wild durcheinander, was sie sich gerne kaufen würden. Und in einem Punkt waren wir uns alle einig. Wir würden aus dem Wohnwagen ausziehen. Schlimmster Als erstes Tag kauften wir ein ihres großes Haus. Lebens. Schlimmster Tag ihres Lebens. Lügen! Lügen. Weil mein leiblicher Vater zurück in unser Leben getreten war, aber auch wegen des Geldes und wie es uns alle verändert hatte. Okay, deswegen Eine weinte sie. einst so zusammengeschweißte Familie, die jetzt nicht mehr miteinander redete. Meine Schwester und ich waren beste Freunde. Aber jetzt sah ich sie nur, wenn sie ihre Sachen abholte oder mehr Geld haben wollte. Mein Stiefvater ist auch nicht mehr Hat derselbe sie wie nicht schon vorher. 50 Jetzt Millionen? verbringt er seine Tage auf Wieso der will sie mehr Couch. Geld? Er isoliert sich von allem und schaut nur noch Fernsehen. Und auch wenn meine Mutter noch nie die liebste oder fürsorglichste Person gewesen war, jetzt war es jedenfalls noch schlimmer geworden. Sie Bei versuchte der mich Mutter an. ist es wenigstens ganz schön. Sie war so, die Mutter ist Kacke. Und jetzt ist sie, wisst ihr was? Die Mutter ist immer noch Kacke. Fair. Immer mehr zu verheimlichen, dass sie nicht an einer Familie interessiert war, solange diese ihr keinen Vorteil bringen würde. Sie gab mehr Geld aus als alles andere und wurde richtig verwöhnt. Leider war ich kein Deut besser. Ich dachte immer, dass ich besser sein wollte als meine Mutter. Aber als das Geld da war, bemerkte ich, wie ähnlich wir uns waren. Ich Ah. wurde sehr materialistisch. Die Dinge, die ich mir kaufte, brauchte ich eigentlich gar nicht. Aber die Meinung der anderen, das war alles, woran ich dachte. Am schlimmsten jedoch war, dass ich meinen Plan mit der Universität aufgegeben hatte. Aber das ist Wenn ich doch darüber dumm. nach. Ich meine, was willst du den Rest deines Lebens machen? Sonst hast du ja, also dann arbeitest du ja nie. Du willst doch auch, keine Ahnung, später mal einen richtigen Job machen oder irgendwas, was dir Spaß macht. Ich meine, come on. Come on. Das kann Ich doch nicht dachte, sein. machte mich das ganz krank. Dann realisierte ich etwas. Das Geld gehörte ja eigentlich gar nicht mir. Nach all dieser Doch. Zeit fiel mir die alte Dame wieder ein und dass das Ticket eigentlich ihr gehört hatte. Sie war der Grund, warum ich es überhaupt gekauft hatte. Ich hatte meine Entscheidung Hat sie so ein getroffen und machte mich auf fieses die Suche nach ihr. Grinsen? Ihre Adresse hatte ich noch und ich zog mich an, um sie zu besuchen. Als ich bei ihr ankam, stand ich vor einem kleinen, etwas in die Jahre gekommenen Haus. Aber es No. war sehr idyllisch. Ich klopfte an der Tür und dann sah ich sie. Ich erklärte ihr, was mit den Tickets geschehen war und wollte mich gerade entschuldigen, aber dann sagte sie zu meiner Verwunderung, dass sie sich überhaupt nicht erinnern würde. Sie sah die Verwunderung in meinem Gesicht und bat mich hineinzukommen. Na, sie hat Demenz. Dann traf ich ihre Familie. Sie stellte mich ihren Kindern vor. Sie hatte zwei Söhne und diese wiederum stellten mich ihren Kindern vor. Oh Sie ließen lol, mich die alle sahen sehr. irgendwie nicht aus, als ob die Kinder haben. Die sahen eher aus wie so 13-Jährige und so. Und dann stellten die mich ihren Kindern und man ist nur so, oh, okay. Herzlich willkommen. Auch wenn ich eine Fremde war. Sie sahen überhaupt nicht abgeschreckt aus. Ich erklärte, wie ich ihre Mutter kennengelernt hatte, und sie begriffen langsam, was passiert war.
Die alte Dame litt an Alzheimer und das in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium. Die Kinder kamen zu ihr, um ihr zu helfen und brachten wiederum ihre Kinder, damit sie sich nicht alleine fühlte, da ihr Mann vor langer Zeit verstorben war. Ich war gekommen, um mein Geld mit ihr zu teilen. Aber ohne, dass ich auch nur etwas von dem Geld anbot, wurde ich schon zum Abendessen eingeladen. Ich zögerte erst, aber es fehlte mir so, mit meiner Familie zu essen und ich entschied, zu bleiben. Das war einer der schönsten Abende seit sehr langer Zeit. Und dann wir lachten, wurde sie adoptiert. Erzählten Geschichten und spielten sogar Spiele zusammen. Diese Familie besaß nicht viel, aber sie waren alle glücklich. Es erinnerte mich daran, wie es uns einmal ergangen war. Nach Sonnenuntergang also machte ich mich auf den Weg und sagte den Kindern und ihr, dass ich ihnen einen großen Teil des Geldes abgeben werde. Ich stellte jedem einen Scheck aus und verteilte sie. Sie waren geschockt und überglücklich. Alle lachten und strahlten vor Freude. Ich bedankte mich noch einmal bei der Dame und verließ das Haus. Auf dem Weg nach Hause rief ich meine Familie an und sagte ihnen, wir müssten uns treffen. Als ich zu Hause ankam, waren alle versammelt. Ich betrat das Haus und sie stritten. Sie sehen sehr negativ versammelt aus. Ich bereits. Ich wollte keine Zeit verschwenden und beruhigte sie. Ich beruhigte sie, bevor ich ihnen sagte, übrigens, wir haben kein Geld mehr. Ich habe das alles weggegeben. Wir sind jetzt pleite. Holt schon mal den Wohnwagen raus. Wir ziehen wieder zurück. Auf geht's, Boys! Ihn von meinem Plan berichtete. Ihre Reaktion ging von zunächst geschockt sein über in Schreien vor Wut. Aber ich gab nicht nach. Ich erklärte, wie uns das Geld verdorben hatte und dass es sich anfühlte, als wären wir keine Familie mehr. Es war genug für uns alle da, sodass es jedem gut gehen würde. Und ich verstand, dass sie sauer sein würden. Danach ließ ich sie alleine. Es dauerte einige Tage, aber dann schien meine Familie verstanden zu haben, was ich bereits wusste. Das ist gut. Meine Schwester kam als Erste auf mich zu. Und dann auch mein Stiefvater. Meine Mutter wiederum sprach von da an nur selten mit mir. Sie und mein Stiefvater ließen sich scheiden und sie zogen ihr eigenes Heim. Die auch Mutter ist ja war, so eine wusste ich irgendwie, dass dumme, sie so reagieren blöde. Würde. Nach einer Weile fühlte es sich an, als hätte ich meine Familie zurück. Jeder hatte sich an die Umstellung gewöhnt und jetzt verbrachten wir wieder Zeit gemeinsam. Das ist doch gut. Ich fing auch endlich mit der Uni an. Ja, so, wie let's ich es mir go. Immer gewünscht hatte und studierte. Wenn nice. Ich zurückschaue auf den Tag, an dem ich gewonnen habe, bereue ich es immer noch ein wenig, denn es zerstörte meine Familie. Aber ich konzentriere mich auf das nicht Positive. Wirklich. Du hast jetzt Geld für deine Uni. Ihr wohnt in einem großen Haus, nicht mehr in einem Wohnwagen. Du hast keine Zukunftssorgen. Aber klar, es hat deine Familie hat's zerlegt. Und was ich dadurch bewirken konnte. Ich konnte dieser Familie helfen, die nicht einmal meine eigene war. Und endlich studieren. Und ich habe begriffen, was wirklich zählt. Familie und nicht das Geld. Hat super. Alles klar. Gut. Lebenslektion. Geld macht uns nicht glücklich. Da. Wieder was gelernt. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Dann weiß ich, dass euch die Videos gefallen und ich kann mehr davon machen. Wenn ihr einen Videovorschlag habt für eine von diesen, keine Ahnung, animierten Geschichten, die werden ja gefühlt jedem recommended. Und falls ihr da was Gutes seht, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ja, ich gehe gerne auf eure Vorschläge ein. Ich möchte ja auch, dass ihr ein bisschen mitentscheiden könnt, was hier auf dem Kanal kommt. Ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis morgen. Tschüss!